Union und SPD haben einmalig lange verhandelt und haben einmalig wenig Ergebnis dabei erzielt. Wenn man das kurz zusammenfassen kann, heißt das viele kleine gemeinsame Nenner, keine Vision und auch keine Innovation. Wir haben unmittelbar nach der Verhandlung des Koalitionsvertrages die Botschaft gehabt, nicht geliefert seitens der Großen Koalition. Ich will an die Punkte kurz erinnern. Steuererhöhung für Reiche, Fehlanzeige, ein Mindestlohn in der Höhe ausreichend und ausnahmslos und sofort, Fehlanzeige. Es gibt keine ausreichende finanzielle Absicherung der Kommunen, auch in Zukunft nicht. Und auch das Thema Volksentscheide etwa auf Bundesebene oder eine Änderung in der Europapolitik, alles das findet nicht statt. Heute, 100 Tage nach Start der Großen Koalition, lässt sich sagen, wenig versprochen und noch weniger gehalten. Wir haben detailliert eine Bilanz der Großen Koalition vorgelegt, schriftlich. Ich will ein paar Punkte trotzdem benennen. Der erste Punkt, Rentenpaket. Die Rente ab 63 ist ein winziger Schritt in die richtige Richtung, aber sie löst das Problem der Altersarmut nicht. Sie betrifft nur ein Drittel der Beschäftigten. Langzeitarbeitslose gehen leer aus und nur 14% der Frauen werden davon profitieren können. Ähnlich bei der Mütterrente. Die Mütterrente ist grundsätzlich richtig, aber sie ist falsch finanziert und sie ist auch in der Umsetzung ungerecht. Insgesamt sinkt das Rentenniveau. Und Altersarmut wird als ernsthaftes Problem nach wie vor nicht bearbeitet. Das Thema Mindestlohn war Herzensanliegen der SPD, zumindest wenn ich die Botschaften aus dem Wahlkampf noch richtig in Erinnerung habe. Hier ist bestenfalls der gute Wille noch erkennbar, aber mehr auch nicht. 8,50 Euro sind immerhin ein Einstieg, ohne Frage, aber bereits heute zu wenig. Und bedenkt man die Inflation bis 2017, bis er verbindlich für alle eingeführt werden sein soll, sind es dann auch nur noch real 8 Euro, über die wir reden. Mit dieser Höhe ist Deutschland Schlusslicht innerhalb Europas. Und die Diskussion, die wir derzeit erleben über die zahlreichen Ausnahmen, zerpflücken das Thema Mindestlohn noch zusätzlich. Trotz der Einführung dieses Mindestlohnes, so wie ihn sich die Große Koalition vorstellt, werden Hunderttausende trotzdem weiter aufstocken müssen. Ich will etwas sagen zur Außenpolitik. Zu Zeiten von Schwarz-Gelb war im Koalitionsvertrag noch etwas zu lesen von einer Kultur der Zurückhaltung. Das haben Union und SPD aufgegeben. Leider aufgegeben. Es ist ein Schritt in die völlig falsche Richtung und gerade mit Blick auf die Sozialdemokraten ein sehr enttäuschendes Fazit. Mehr Auslandseinsätze der Bundeswehr zu fordern oder darüber zu diskutieren, negiert völlig die Bilanz der bisherigen Auslandseinsätze und der Politik, Konflikte militärisch zu lösen. Diese Politik ist durchgängig gescheitert. Deutschland bleibt an der Spitzenposition beim Thema Rüstungsexporte, ist Europameister, wenn es um Rüstungsexporte geht. Noch im Wahlkampf ist sehr intensiv darüber geredet worden. Alles vergessen, wir erleben keinerlei Einschränkungen beim Thema Rüstungsexporte. Deutschland liefert nach wie vor auch an undemokratische Staaten und in Krisenregionen eine große Zahl an Waffen. Und letztlich will ich beim Punkt Außenpolitik benennen, mit Blick auf die Europäische Union, das, was wir an den Außengrenzen der Europäischen Union erleben, die Grenzschutzagentur Frontex und das, was die europäischen Staaten dort seit vielen Jahren stattfinden lassen, ist skandalös. Jedes Jahr sterben Tausende an den Grenzen der Europäischen Union. Das kann keine Flüchtlingspolitik, keine Außenpolitik sein, die unsere Unterstützung findet. Insgesamt bleibt die Große Koalition unter ihren Möglichkeiten. Sie stellt im Bundestag eine Riesenmehrheit. Für diese Riesenmehrheit realisiert sie sehr kleine Schritte. Es gibt im Grunde nur einen einzigen Punkt, den die Große Koalition sehr schnell, sehr energisch und sehr rasch umgesetzt hat. Das ist die satte Diätenerhöhung für die Mitglieder des Deutschen Bundestages. Das spricht für sich selbst. Dankeschön.